ja, der Verein hat super Ambitionen, Ideen und Ziele. Und ja, und wie ich das dann gehört habe, dass das Interesse an mir ist, habe ich mir das eben gut überlegt, meine Optionen durchdacht und habe mich dann dafür entschieden. Ja, es ist ein super Verein. Und ich bin viel mit der Training geredet vorher auch. Und ich glaube, momentan sie haben eine sehr gute Idee. Und sie schauen nach vorne. Und ich glaube, es schaut gut aus. So für mich ist in meiner Karriere momentan das war die beste Option. Ja, irgendwas mit Spaghetti. Die Soße, die würde ich mir dann kurzfristig überlegen. Aber Spaghetti gehen am einfachsten. Ich glaube, Spaghetti Bolognese. Es ist einfach zu kochen und ich habe viele Kollegen, so vielleicht das wäre die beste Idee. Ja, ich habe auch Industriekaufmann-Lehre gemacht und wahrscheinlich würde ich da in meiner alten Firma noch immer arbeiten. Und ja, das hat mir Spaß gemacht, aber natürlich Fußballer ist besser. Ich mag Tennis, vielleicht Tennis oder Surfing. Ich studiere Psychologie, so vielleicht etwas in diese Richtung. Ja, mein erstes Bundesliga-Tor für Gröhrig, was ich gemacht habe gegen den Neustadt, das war eigentlich ein super Moment für mich und das Tor schaue ich mir immer wieder gerne. Oh. Vielleicht mein erstes Spiel für die Nationalmannschaft, das war für mich ein großer, ja, großer Moment und vielleicht, ja, das war ein sehr guter Moment für mich. Ja, ich schaue mir gerne Spiele von Real Madrid und von Cristiano Ronaldo. Der ist mein Vorbild und den schaue ich gerne auf die Füße. Ja, Christian Remsebner vom LASK. Er ist für mich ein super Vorbild. Ja, so für mich, ich sage Christian, weil super Profi, super Junge und super Spieler.